Ein Thema, welches besondere Aufmerksamkeit bei Ultranet bekommt, sind Sorgen um eine Gesundheitsbelastung durch Ionen. Deshalb wollen wir Ihnen einen eigenen Film widmen. Hallo, mein Name ist Katharina Gerlach und ich führe Sie als Moderatorin durch die Ultranet-Filme, damit Sie einen besseren Einblick in die verschiedenen Themen rund um das Projekt bekommen. In diesem Film geht es um Ionen und um die Frage, ob sie eine negative Wirkung auf den Menschen haben könnten. Als erstes, was sind eigentlich Ionen? Das sind elektrisch geladene Teilchen, die auch durch natürliche Quellen in unserem Alltag entstehen. So können sie sich auf natürliche Weise zum Beispiel durch das UV-Licht der Sonne bilden oder auch einfach an einer brennenden Kerze. Die Energie der Sonne oder der Flamme führt dazu, dass ein neutrales Teilchen in der Luft ein Elektron abgibt oder aufnimmt. Dadurch wird es zu einem geladenen Teilchen, einem Ion. Dieses Prinzip nutzen auch Geräte wie Raumluftionisatoren, die Ionen zur Reinigung der Raumluft einsetzen oder sogenannte Ionenföhns. Sie sollen vermeiden, dass Haare elektrostatisch aufgeladen werden. Letztlich sind wir also in unserer Umwelt immer von Ionen umgeben und machen uns das Phänomen an verschiedenen Stellen in unserem Alltag zunutze. Auch im Umfeld von Höchstspannungsleitungen entstehen Ionen. Das liegt an der hohen elektrischen Spannung der Leiterseile, an denen es deswegen zu Entladungen kommt. Das passiert bei Wechselstrom und bei Gleichstromleitungen. Übrigens haben die eine Ringform und werden deshalb als Corona-Entladungen bezeichnet. Daher wird im Zusammenhang mit Höchstspannungsleitungen auch manchmal von Corona-Ionen gesprochen. Was passiert mit den Ionen? Bei Wechselstromleitungen neutralisieren sich die Ionen sehr schnell. Hier ändert sich nämlich die Polung der Spannung ständig. Bei Gleichstrom gibt es diesen Polaritätswechsel aber nicht. Deshalb entstehen hier mehr Ionen in direkter Umgebung der spannungsführenden Leiterseile, die vom Wind weggeweht werden können. Manch einer nennt das Raumladungswolken. Bei Ultranet laufen Gleich- und Wechselstromleitungen auf einem Mast. Mit Blick auf die Ionen ergibt sich dadurch ein Vorteil. Weil die beiden Leitungen so nah beieinander verlaufen, wird ein großer Teil der Ionen der Gleichstromleiter an den Wechselstromleitern gleich mit neutralisiert. Zwei Fragen stehen im Fokus der Diskussion rund um Ionen. Zum einen, ob Ionen selbst einen Effekt auf den Körper haben und zum anderen, ob diese Ionen an Luftschadstoffen haften und dadurch beim Einatmen leichter in der Lunge oder auch auf der Haut bleiben. Schauen wir uns dazu am besten die aktuelle Forschungslage an. Bereits seit knapp 100 Jahren wird die Wirkung von Ionen sehr genau erforscht, seit 1970 auch im Zusammenhang mit Gleichstromfreileitungen. Damals wurden in den USA und Kanada Gleichstromleitungen geplant, deshalb untersuchten Experten verstärkt die Wirkung von Ionen. Im Ergebnis zeigte sich in keiner experimentellen Studie ein Beleg dafür, dass Ionen eine negative Wirkung auf den Körper haben könnten. Auch aktuelle umfassende Studienauswertungen zu Wirkungen auf das Atmungssystem oder die Stimmungslage von Menschen zeigen keinen nachteiligen Einfluss von negativen oder positiven Ionen. Ende der 1990er und Anfang der 2000er Jahre machte eine Forschungsgruppe um Henshaw und Fuse aus Bristol von sich reden. Sie stellten die Theorie auf, dass Schadstoffe in der Luft, die durch die Höchstspannungsleitung elektrisch aufgeladen werden, besonders schädlich sein könnten. Vor allem deshalb, weil diese sogenannten Aerosole möglicherweise besser in der Lunge oder auf der Haut haften. Diese Vermutungen konnten jedoch seither von keiner anderen Forschungsgruppe bestätigt werden. In mehreren Studien wurden verschiedene Windrichtungen modelliert und untersucht, wie sich die Aerosole jeweils verbreiten. Das Ergebnis? In der Nähe von Höchstspannungsleitungen ließ sich keine höhere Aerosolkonzentration feststellen als in weiter entfernten Gebieten. Die Vermutung, dass vom Wind fortgetragene Ionen Aerosole so aufladen, dass es zu einer höheren Ansammlung von Schadstoffen im Umfeld von Höchstspannungsleitungen kommt, hat sich demnach nicht bestätigt. Warum das so ist, lässt sich mit einem physikalischen Prinzip erklären, dem Coulombschen Gesetz der elektrostatischen Wechselwirkung. Durch Ionen können Aerosole in der Luft in der Nähe von Höchstspannungsleitungen aufgeladen werden. Direkt am Leiterseil ist die Aufladung stark. Während die Aerosole dann aber zu Boden sinken, kommen sie dabei mit weniger oder nicht geladenen Aerosolen in Kontakt.
Dabei teilt sich die Ladung auf und am Boden weisen einzelne Aerosole dann nur noch eine geringe Ladung auf. Aufgrund der geringen Ladung der Aerosole in Bodennähe kann es also zu keiner erhöhten Aerosolkonzentration kommen und damit auch nicht zu einer erhöhten Schadstoffbelastung in der Nähe von Höchstspannungsleitungen. Wie sieht es mit der Ladung der Aerosole in Bodennähe direkt unter einer Leitung aus? Wissenschaftliche Studien haben gezeigt, dass die Ladung der Aerosole in Bodennähe unter einer Leitung auch zu gering ist, um über die Lunge oder die Haut leichter in den menschlichen Körper zu gelangen. Schadstoffe in der Luft sind also bei dieser geringen Ladung nicht gefährlicher als nicht geladene Schadstoffe in der Luft. Und so kommen sowohl epidemiologische als auch experimentelle Studien zu dem Fazit, dass durch Ionen von Höchstspannungsleitungen kein gesundheitliches Risiko besteht. Alle diese wissenschaftlichen Erkenntnisse und physikalischen Gesetzmäßigkeiten zeigen, es gibt keinerlei Nachweise für eine schädliche Wirkung von Ionen. Tatsächlich gibt es nicht einmal Belege dafür, dass Ionen überhaupt eine Wirkung auf den Körper haben. Und auch Belege für eine stärkere Anhaftung aufgeladener Schadstoffe im oder am menschlichen Körper konnten nicht gefunden werden. Die Sorge vor Ionen lässt sich wissenschaftlich also überhaupt nicht begründen. Daher werden von wissenschaftlichen Organisationen auch keine Grenzwerte für Ionen empfohlen. Wenn Sie mehr über das Ultranet erfahren wollen, schauen Sie gerne auch die anderen Filme oder besuchen Sie die Internetseite von Amprion. Falls Sie darüber hinaus Fragen haben, können Sie sich auch gerne an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Amprion wenden. Wir freuen uns auf Ihre Anregungen. Vielen Dank für Ihr Interesse.